Nee, das Problem ist auch, du bist einfach viel zu heftig. Und jetzt nicht nur, weil ich die Pokémon getauscht habe, sondern wahrscheinlich, wenn ich normal gespielt bin, ich auch. Ja, ja, klar. So, aber jetzt habe ich nicht gelesen. Was hast du gesagt? Hallo, schönes Wetter, nicht? Ja, ja, ist hell. Ja, ist hell. Genau. Einfach herrlich. Ich könnte gleich einschlafen. Was? Loni ist verwirrt, es hat sich selbst... was? Ich heiße Erika. Ich bin die Arenaleiterin von Prismania City. Und ich bin nur einen Buchstaben von einer bekannten Supermarktkette entfernt. Lidl. Wer möchte ich? Den ganzen Weg von Johto, wie nett. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Ich denke, ich bin hier zum Scheißspaß. Schlampe. Ja. Nun gut, ich werde jedenfalls nicht mal... Warum? Weißt du, ganz ehrlich, ich kämpfe mich durch diesen ganzen Gang. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, scheinbar gar nichts. Das ist nichts Neues. Dafür kann ich auch gleich vorspulen. Los, Mewtwo! Liefer dir einen harten Kampf mit Tangela. Wow. Es hat nicht gereicht. Echt nicht? Also ein Mewtwo Level 78, ja? Aha. Setzt Sternschauer. Ich meine, die Attacke ist schwach, okay. Aber setzt Sternschauer. Gegen Tangela, ein Level 42. Und das ist der Lebensbalken, der bleibt, ist orange. Okay, entweder hat Tangela eine heftige Verteidigung, was aber unwahrscheinlich ist. Ich meine, ich wusste, dass Mewtwo die Attacke... ist einfach schlecht. Nee, die Attacke an sich ist einfach scheiße. Ja, das kann auch sein. Kannst du mal kurz nachschauen, während ich die klatsche, wie viel Stärke Sternschauer hat? Wenn ich Psychokinese einsetze. Zack, Wiedersehen. Papunga. Zack. Tot. Bluebella. Tot. Level 46. Entwickelt sich nicht irgendwann? Nee, Bluebella ist die Endentwicklung. Ist schon die Endform. Ja, du hast... wie war das? Genau, die Vorform splittet sich dann auf, je nachdem, welche Steine du dann gibst oder so. Ah, Mist, was war denn jetzt die erste Entwicklung von Durflor? Giflor. Nee, kann man auch... Ach nee, Durflor war ja die erste. Ja, Durflor, Giflor und dann... Achso, ja, genau. Genau. Und ja, wenn du einen Sonnenstein gibst, wird's, glaube ich, Bluebella. Und bei irgendeinem anderen Stein wird's, wie gesagt, dann, soweit ich weiß. Nee, Giflor ist ja auch, wenn du nach einem blauen Stein gegeben hast. Aber kommt vor Durflor nicht auch noch irgendwas? Giflor. Bin ich sicher. Kannst du auch nachgucken. Kannst alles nachgucken. Ja, mach ich nicht. Sternschauer ist 60. Stärke 60, wirklich? Also hat 60 Stärke. Wow, das ist traurig. Jo. Okay, Duflor. Kannst auch Bluebella eingeben, es wird ja überall angezeigt im Pokewiki. Die Vorstufen. Und alle möglichen Entwicklungswege. Oh, natürlich. Myrapla. Ja, klar. Okay. Ja, Myrapla wird zu Duflor und dann mit einem Blattstein zu Giflor oder mit einem Blattstein zu Bluebella. Richtig, wunderbar. Ja, wir müssen übrigens noch kämpfen. Habe ich ganz vergessen. Satzenia, Psychokinese. Ist sehr effektiv, weil Satzenia ist Gift. Zwei Typ. Vielleicht. Ja, kann sein. Könnte sein. Ja, Erika wurde besiegt. Oh, ich gebe mich geschlagen. Mir fällt kein guter Vergleich ein jetzt. Auch nicht. Wir überlegen mal, was. Ich gebe mich geschlagen wie. Ich meine, was gibt sich geschlagen? Wie Sahne. Wie Sahne? Ah, ja. Das ist scheiße. Okay, du bist außergewöhnlich stark. Ja, ich gebe dir den Farborden. Ist eigentlich, muss man sagen, ist schlecht. Geschlagen wie Sahne, wirklich. Ernsthaft. Es ist so gut, dass es so schon wieder schlecht ist. Ernsthaft. Ach, übrigens, Ghostbus. Naja, das war ein herrlicher Kampf. Das spornt zu neuen Taten an. Und dabei wolltest du gar nicht kämpfen hier, ja? Ja, was war da denn los, ja? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, nimm bitte diese TM an. Es ist Gigasauger. Habe ich eigentlich Mistys Handynummer? War nur eine ganz unbestimmte Frage natürlich. Ja.
hatte Hälfte, keinen Zusammenhang. Ja klar, die Hälfte des zugefügten Schadens wird zur Heilung des deines Pokémon verwendet. Nee. Nee, flash mich nicht. So, verwende sie, wann immer du möchtest. Es sei denn, du bringst es keinem Pokémon bei. Oder du gibst es Misty. Dann, ich meine. Dann ist dumm gelaufen. Ja, einfach drüber nachdenken. Eine Niederlage ist nicht sehr angenehm. Ach was? Wem willst du das erzählen? Aber es ist ein Ansporn, sich mehr anzustrengen, wenn man weiß, dass es starke Trainer gibt. Ach, ganz, also, Arena-Leiter schön und gut, aber bei der war, das war zu viel. Ernsthaft. Das war an so vielen Ecken und Enden einfach nur dämlich. Der Detektor reagiert wunderbar. Wow. Hallo? Ja? Genau, AP+. Wie auch in Pokémon Gelb. Ich dachte gerade, das ist auf dem letzten Feld vom Weg hier, aber es war schon in, ja, in der Mauer praktisch drin oder in diesen komischen Büschen oder was. Aber das AP+, wie auch damals schon, gibt es. So. Auf was setzen wir es ein? Wir haben zwei Möglichkeiten natürlich. Wir könnten jetzt Glurax, Feuersturm oder wie es heißt. Oder Mewtwo's Blitzkanone. Einer hat 5, das andere hat Blitzkanone, glaub ich, so? 5. Blitzkanone hat 5? Ja. Und Glurax Feuersturm hat schon 7 jetzt. Dann wäre ich eher für Blitzkanone. So, dann machen wir das. Du wahrscheinlich auch. Nee, ich gar nicht. Nee. Nee, also natürlich Blitzkanone hat jetzt 6 AP. Die Frage ist, wie oft wir das noch einsetzen werden. So, der Detektor reagiert nicht. Hier ist gar nichts in der Sackgasse immer wieder. Unglaublich. Na gut, dann haben wir den Orden hier. Und das ist ja erstmal gut. Leck. Das ist gut, habe ich gesagt. Und wir sind auf der Fahrradroute. Aha. Sah die damals auch schon so aus? Radweg. Es geht den ganzen Weg nur bergab. Ach, wir gehen von oben jetzt auf den Radweg. Okay. So, Route 17. Müssen wir überhaupt auf Route 17 oder sind wir aus Spaß da? Route was? 17, der Fahrradweg. Ja, der Radweg steht hier irgendwie. Er ist nur mit dem Fahrrad passierbar und so weiter. Stellt eine Verbindung zwischen Prismania City und Fuchsania City her. Also ja. Ich hab das Spiel geglitscht. Ich fahre in Prismania City mit Fahrrad. Trotz Screenwechsel. Setz ich bei Screenwechsel nicht eigentlich ab? Ja, kannst du doch auch machen. Nein? Nicht. Also ich dachte wegen dem Screenwechsel. Echtes Spiel. Ach man. Das ist gemein. Apropos Glitch und so weiter. Ja. GameStun Quick 2014, hast mich ja darauf aufmerksam gemacht. Ja. Ja, war auch ganz töfte. Ich weiß nicht, ob du es aber jetzt am Ende gesehen hast. Ich glaube, Samstag oder Sonntag. Nee. Pokémon Red versus Pokémon Gold. Ja, ich habe gesehen, dass es das gibt, aber ich habe es leider nicht geschafft. Das ist blöd. Was haben sie genommen? Es war ja beides, aber so nacheinander eben. Es war auf jeden Fall geil. Pokémon Gold haben sie innerhalb von 75 Minuten irgendwie durchgespielt. Ja. Also wenn du das und das befolgt hast und dann ganz am Ende in Dukatia City im Pokémon Center musstest du Box 2 bis 8 irgendwie umbenennen, konntest du das Spiel so glitchen, dass du plötzlich einfach mal gegen Rot kämpfst auf dem Silberberg und du warst durch? Ja, aber solche Glitches sind ja nichts Ungewöhnliches. Ja, nö. Also wie gesagt, so ich glaube 75 Minuten. Danach haben sie es bei Pokémon Gelb demonstriert. 2 Minuten. Genau, da ging es nämlich richtig ratzfatz. Ja. Und da kommst du ja über dieses abgefuckte Ding direkt in die Ruhmeshalle. Ja, genau. Was zwar ein bisschen dauert, eben seine 2 Minuten, aber wenn man es das erste Mal sieht, ist es geil. Ja, aber das Spiel ist halt auch schlecht. So von der Programmierleistung her. Wenn man anschaut, was alles verbuggt ist. Ich meine, wer hat das getestet? Also gibt's, glaube ich, da gibt's ja diverse Videoserien auf YouTube. Let's Glitch Pokémon Gelb. Und da hat, glaube ich, einer, da hat er 30 Folgen lang das gemacht. Mit immer was Neuem. Also das, ja, wirklich. Also die späteren Generationen sind nicht mehr so schlimm. Aber Pokémon Gelb oder Rot-Blau ist grauenhaft, wirklich. Ja, also ich erinnere mich nur an Missing No. Ja, das gibt's natürlich ja auch, aber Missing No ist halt heftig. Ja, aber solche Begriffe wie Sunny Town oder die Super-Glitch-Attacken machen. Okay, sag mir jetzt erstmal nichts. Ja, aber das sind so ganz kurze, ganz schöne Videos, so 2-3 Minuten meistens. Kann man sich schön anschauen. Ich weiß nicht bei wem, aber die gibt es.
Let's Glitch Pokémon Gelb auf jeden Fall. Warum renne ich die ganze Zeit in Dings City hier rum jetzt hier? In Safronia, genau. Wo muss ich eigentlich hin? Mal Fuchs wieder! Sagen, ja, immer noch. Ja, wo muss ich jetzt? Ja, Fuchsania City, also. Fuchsania. Also ich muss den Radweg doch lang. Ja. Ja, bei den Pokémon Gelb war er ja optional, soweit ich weiß. Da konnte man aber mit Mon Musti nicht lang gehen. Ja, da kamst du irgendwie anders nach Fuchsania City, genau, glaube ich. Genau, da bin ich ja auch von Fuchsania City aus auf den Radweg gekommen. Ja, genau. Hey du, bist du aus Johto? Ja. Nein. Lass uns kämpfen, ist egal. Biker Hannes. Denn Hannes kann es. Entschuldigung, Smogmog. Los, Mewtwo. Das ist jetzt ja überraschend. Mama, hallo, wie geht's dir? Ich habe beim Einkauf mein nützliches Item gefunden und dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen. Klick. So, wir gehen zurück, schnell, Mama. Ich habe sowieso vergessen, ins Pokémon Center zu gehen und Mewtwo seine AP wiederzugeben. Leave Mewtwo's AP alone. Und nein. PC, geh aus dem Weg. Wer bist du eigentlich? Das Versteck von Team Rocket befindet sich im Keller der Spielhalle. Oh, warte, das war vor 3 Jahren. Verstehe ich nicht. Hi, ich komme gerade von meinem Heimatort zurück. Ich dachte gerade, ich habe gerade gelesen, ich komme gerade von meinem Heimatplaneten zurück. Was? Es ist schon lange her. Oh, übrigens, Loni. Ich hab nicht gesagt, wie ich heiße. Das ist fast gruselig. Wo bist du überhaupt? Ich bin in Safronia im Pokémon Center. Weil ich wollte an PC und gucken, was Mutti wieder rausgeschmissen hat an Geld. Ja, hast du die legendären Pokémon Raikou und Entei gefangen? Nein. Okay. Falls du auch nur eine von ihnen fängst, gibst du mir Bescheid. Ich zähle auf dich. Was krieg ich von dem? Irgendwas Nützliches? Geld? Drogen? Ist das dieser komische Eugen oder? Ja. Drogen? Den hast du auch schon mal gesehen. Daher kennt er ja auch deinen Namen. Echt? Hab ich? Ja. Wer ist das? Ich bin ganz schlecht mit Namen und Gesichtern. Kurz bevor du Suicune gefangen hast zum Beispiel, da ist er nochmal aufgetaucht. Ja. Übrigens, danke Mama für den Hypertrank. So, jetzt Suicune. Ja. Oder eine Turmruine, das erste Mal. In Teak City. Kann ich mich nicht... Also, kann schon sein, ja. Und ich glaube, der ist auch Ken, aber... Man sieht ja, wie konzentriert ich hier an diese Sache rangehe teilweise. Ja, klar. Es ist 0.37 Uhr, ja. Nee, es war es vor 6 Stunden. Vorhin war es... Ja, genau. Hey, wie wäre es mit einem Schnellkampf? Ich werde schnell besiegt werden. Ach komm, ich spule jetzt vor, wenn er Schnellkampf will, soll er einen haben. Da. Level 79, Magma, zack, weg. Ba. Smogmog wiedersehen. Es war ein lauter Schnellkampf. Aber Mewtwo Level 79, also... Jetzt kann man natürlich sagen, Level 100 ist möglich. Glaube ich aber nicht. Aber so Level 85 könnte ich am Ende von dem LP bestimmt haben. Was sagst du? Was tippst du? Will doch ne... Ja... Ja, doch, klar. Es sei denn, ich cheat mir 200 Sonderbonbons dann nicht, aber ansonsten... Wird doch auf jeden Fall noch nützlich werden, wenn du später gegen Rot kämpfen wirst. Oh ja, das... Wird interessant. Wow, das ist ein tolles Fahrrad. Ich habe keins. Wie bin ich auf den Radweg gekommen? Biker Manuel schickt Magma in den Kampf. Ja, soll ich jetzt beeindruckt oder ich meine... Machen wir uns hier nichts vor, also... Hau einfach auf. Einfach klatschen. Genau. Was, einfach klatschen? Applaus. Das war doppeldeutig, weil klatschen heißt wegklatschen. Ja, ja, gleichzeitig. Ja. Womit wir bei Misty wählen. Ne? Weggebankt. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Obwohl wir Motorräder haben. Und... Ja. Dürfen die eigentlich drauf? Offenbar schon. Ja, also das muss ja gar nichts heißen, ne? Vielleicht sind es gemeingefährliche Biker-Gangster? Hells Angels. Richtig. Und sie sind mit ihren heftigen Smogons, haben sich auf den Weg gekämpft. Und Lutexo. Und Smogmog. Und Smogon. Und Lurak. Und Lurak. Das hätte sogar gepasst, weil es war. Lutexo. Ja. Hammer. Hier habe ich Arctos damals gelevelt, ich erinnere mich. Flashback. Der Radweg ist eine... Guten alten Zeiten. Oh ja. Eine schnelle Abkürzung nach Prismania City.
Ach, wem willst du das erzählen? Wo komme ich denn gerade her? Von Penny oder wie? Vogelfänger Egon. Und die Olsenwalle. Alter. Noctu, Level 4. Ach komm, die Level muss ich doch gar nicht mehr sagen. Ist doch sowieso egal. Ich lasse nicht mehr vor, was sie zu sagen haben, weil es mir egal. So, was sagst du? Wenn du Pokémon möchtest, musst du ins Hohlgras gehen. Dodo. Dodo, fliege! Noch ein Dodo. Ach, das ist ja komisch. Ich sollte Suicune mal nach vorne stellen, Mann. Du wettest doch nie was mit dem Level. Solltest du tun. Hör auf, mir zu sagen, was ich tun sollte. Dodri und Wiedersehen. Solltest du tun, ja. Ja, gut, mach ich ja. Ja. Ist gut, Mama. Hast du mir ein Item gekauft? Ja. Das ist, ganz ehrlich, sehr geil. Super geil. Okay, Suicune auf die 1. You're the number one in my heart. Und Slimer, ja. Gay. Okay, was setze ich gegen Slimer? Ein Eiswasserfeuer. Slimer ist Gift und... Ja, ich hab... Sonne, ja. Feuer ist immer gut. Genau. Suicune, brenn es weg. Ja, dann ist blöd. So, Eis reicht. Slimer setzt Härtner ein, wow. War jetzt dein Ernst, oder was? Ich mein... Fand's jetzt auch gut, oder wie? Wer bist du denn? Schade, dass die Safari-Zone geschlossen ist. Ah ne, dass die Safari-Zone geschlossen ist. Das ist schließlich Fuchsanias Hauptattraktion. Ich brauch doch Goldzähne. Ich muss doch alte Rentner beklauen.